Hi, ich bin Jonathan und ich studiere Soziale Arbeit an der Hanne Nimwegen. Schaut euch mal einen Tag aus meinem Leben an. Social Work Aurelio studiere ich hier in Nimwegen, weil ich viel darüber gehört habe. Ich habe viele Freunde in meiner Umgebung, die hier studiert haben, mir über die Möglichkeiten und die Perspektiven der Hanne berichtet haben. Ich bin jetzt im zweiten Jahr des Studiums an der Hanne. Mein Tag hier auf der Hanne sieht wie folgt aus. Ich fahre morgens zur Hanne nach Nimwegen, um dann um 9 Uhr die erste Vorlesung zu haben, die bis 12:15 geht. Danach haben wir meistens 2,5 Stunden freie Zeit, die wir benutzen können, um unsere Hausaufgaben zu machen oder aber auch mit Freunden mal unterwegs zu sein und einen Kaffee zu trinken. Und danach folgt nochmal eine letzte Vorlesung, sodass wir um 17:45 nach Hause fahren können. Das Studium hier in Nimwegen ist eigentlich komplett auf Niederländisch, aber natürlich besteht da die Möglichkeit, sich auch mal mit den Mitstudenten oder den Dozenten auf Deutsch auszuwechseln, wenn man Fragen hat zum Beispiel oder anderes. Um hier studieren zu können, muss man vorm Studium das Sprachniveau B2 der Sprache Niederländisch nachgewiesen haben. Anders kann man hier nicht anfangen. Im Moment haben wir verschiedene Fächer, wie zum Beispiel Psychologie, Philosophie, kreative Fertigkeiten oder Gesprächstechniken. Im Fach Gesprächstechniken lernen wir vor allem viel über die Gesprächstechniken, die wir anwenden können, um beim Klienten Informationen zu erhalten oder generell in Gespräche zu kommen. Während des Studiums hier an der Hanne muss man 16 Stunden pro Woche praktisch arbeiten in seinem individuellen Praktikum. Ich mache das zum Beispiel in einer Tagesgruppe für 10 Jungs. Dort werde ich eng in die Arbeit mit den Jungs eingebunden und unter der Anleitung meines Praktikumsbegleiters darf ich viele verschiedene Aufgaben ausführen. Das Besonderste, was ich bis jetzt hier gelernt habe, ist das Gefühl der Gleichwertigkeit hier an der Hand. Der Dozent und der Student arbeiten hier stets auf Augenhöhe. Das heißt, man kann mit allem zum Dozenten kommen und man kann über alles sprechen. Es ist der Dozent als Partner und der Student als Partner. Am Ende eines langen Tages hier auf der Hanne kommen wir auch gerne mal zusammen danach und trinken noch einen Kaffee, bevor ich dann noch eine Heimreise antrete. Das war ein Tag aus meinem Leben als Student an der Hanne Nimwegen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt viel Erfolg bei der Studienwahl und bis bald.